Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chilla und Josh wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das uns in einen Urmakura verwandelt. Und zwar ist das dieses Item, leuchtende, klickende Schere. Und wenn wir das einsetzen, dann verwandeln wir uns in einen Urmakura für insgesamt 10 Minuten. Dieses Toy gibt es von einem Achievement. Und zwar kann ich euch das gleich zeigen, nachdem ich hier aus dem Kampf entkommen bin. Wir müssen einmal folgendes Achievement abschließen, Höhlenschreierei. Und für dieses Achievement müssen wir insgesamt 21 Rares besiegen, hier in der Zaralek-Höhle, während wir dem Effekt klickende Scheren drauf haben. Und das ist ein Item, das genauso wie das Toy-Item aussieht. Das ist das hier. Das können wir einmal von einem Rare bekommen. Oder wir können es im Aha kaufen. Im Aha kostet so um die 1000 Gold aktuell. Es schwankt ein bisschen. Oder wir killen einen Rare. Der ist auf den Koordinaten 53, 41 hier in den Zaralak-Höhlen. Und der heißt Klackatak. Und ja, von dem können wir diese Scheren bekommen. Und das funktioniert eigentlich folgendermaßen. Ihr habt dann ein Item, das könnt ihr einsetzen. Hat 10 Minuten lang Duration. Also es hält 10 Minuten lang. Und hat eine Stunde Abklingzeit. Dementsprechend habt ihr halt nur ein paar Minuten, quasi ein paar Rares für das Achievement abzuhaken. Ist aber nicht wild, denn ihr könnt für das Achievement auch mit Twinks den Credit hier erarbeiten. Denn es ist hier, ihr seht oben blau, Battle.net Account Achievement. Und dementsprechend könnt ihr hergehen und mit einem Char ein paar killen, mit dem nächsten Char ein paar machen und dann immer ein bisschen hin und her loggen, während ihr quasi noch Abklingzeit auf euer Item habt. Zwei kleine Sachen solltet ihr noch wissen. Zwei Rares heißen ein bisschen anders. Und zwar haben wir einmal den Jurum, der hier drin ist. Das ist eigentlich der Din, ne? Also da müsst ihr Din für umhauen, dass ihr Jurum kriegt. Und dann haben wir hier Brullo, der Stärke. Oder Starke heißt er da, nicht Stärke. Und das ist, glaube ich, hier... wo haben wir ihn? Jetzt finde ich ihn gerade nicht. Heißt auch irgendwas mit Stärke. Hier... Brull, Theft, der Starke, genau. Das ist der Dude, ne? Aber sonst ist es, heißen die Rares alle so, wie sie hier stehen. Keine Ahnung, da hat Blizzard vielleicht auch mit der Übersetzung irgendwas durcheinander gebracht. Genau, sobald ihr das dann alles abgeschlossen habt, kriegt ihr das Toy. Das setzen wir jetzt einmal ein, schauen uns das an. Und ich vermute mal, wir sehen genauso aus wie hier mit den klickenden Scheren, mit dem Buff. Den klicken wir jetzt mal weg. Und, es hat sogar dieselbe Abklingzeit. Also... ich bin mir ziemlich sicher, wir werden genauso aussehen wie mit den Scheren. Gut, das war es eigentlich an der Stelle. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie viel ihr jetzt hier für die Scheren ausgeben müsst. Ich kann jetzt meine letzten tatsächlich auch noch ins Aha hauen, weil ich da schon fertig bin. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.